Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischhauer Geheimnisvolle Geschichte. Das hier ist nur ein ganz kurzes Ankündigungsvideo. Ihr seht schon, Wolfgang Stark ist hier und das hat einen Grund. Das neue Wolfgang Stark Buch erscheint. Das ist dieses hier, Unter dem allsehenden Auge, Freimaurer im Gespräch. Das Buch ist ab Anfang September im Handel. Ihr findet unten in der Videobeschreibung die ganzen Links, wo ihr das bestellen könnt. Und dieses Buch enthält in abgetippter Form die Gespräche, die ich mit Wolfgang geführt habe. Und ja, Wolfgang, erzähl doch mal, wie ist das Buch entstanden? Du hast es zusammen mit unserem Lektor Robert Grains geschrieben. Ja, eigentlich habe ich zu diesem Buch nichts beigetragen und doch sehr viel, weil Robert hat die Auszüge, die ich mal so von mir gegeben habe im Laufe der Zeit, zusammengefasst, geordnet. Er ist ein systematischer Mensch, der das kann. Der hat also sehr, sehr viel Arbeit mit diesem Buch gehabt und ich dabei eigentlich viel weniger. Es sind meine Gedanken, meine Analysen, meine Aphorismen, wenn man das mal so sagen darf. Und der Robert hat das sehr toll zusammengestellt, alles geordnet. Und so konnte ich mich in diesem Buch auch selbst wiederfinden und bin eigentlich sehr glücklich darüber. Muss aber bei diesem Buch immer wieder Robert Grains loben, der es in Wirklichkeit gemacht und zusammengestellt hat. Er hat das Buch gemacht, wenn man so will. Wir haben die Gespräche geführt. Das Buch enthält ja unsere Gespräche und das Wesen der Freimaurerei. Das waren unsere ersten gemeinsamen Sendungen zur Freimaurerei. Unsere Sendung über die Tempelritter ist hier drin. Unsere Sendung zur Radiästhesie. Unser Gespräch über die mystische Architektur im Kloster Locum. Das heißt also für alle Fans von Wolfgang oder vielleicht von unseren Videos, die das, was wir in diesen vielen Gesprächen gemacht haben, nochmal nachlesen möchten, ist eigentlich dieses Buch. Es ist praktisch das Buch zu unseren Sendungen und insofern ja ein echtes kleines Juwel und wir sind richtig stolz und freuen uns, dass das jetzt im Handel ist und für euch erhältlich. Und für alle, die sich sonst auch so für Wolfgang interessieren, sei noch mal darauf hingewiesen, Wolfgangs erstes Buch über das Kloster Locum, Zisterzienser, Tempel und Mysterien, ist jetzt auch in einer erweiterten Ausgabe erhältlich, eben auch erweitert um ein Kapitel, nämlich um das Gespräch, was wir geführt haben. Und gibst du mir mal eben das Buch. Dann kommen wir noch zum dritten Buch, natürlich mein Buch, Die gnostische Geheimlehre der Freimaurerei, müssen wir auch noch mal kurz bewerben, auch im Handel erhältlich. Also liebe Leute, es gibt mittlerweile drei Bücher von uns sozusagen zu lesen und da habt ihr einiges zu tun, aber jetzt ist erstmal am wichtigsten das neue Buch Unter dem allsehenden Auge, Freimaurer im Gespräch. Ja, in dem Sinne, liebe Leute, vielen Dank für eure Zeit. Ciao und bis bald.